Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern zu dem großen angekündigten Retro-Video. In diesem Video heute nehme ich euch mit in meine filmische Vergangenheit, denn ich habe das auf ein paar anderen Kanälen gesehen und wollte es ohnehin schon sehr, sehr lange mal machen und dachte mir, dass jetzt der Zeitpunkt dafür ist, das euch auch mal zu präsentieren. Ich habe bei mir in meinem Archiv rumgekramt und habe alte Videoaufnahmen aus Kaufering und Buchloe im Winter 2013 gefunden. Mit viel, viel N-Wagenverkehr, 628er von der Kneipp-Lechfeldbahn noch, 612er eben auch von DB Regiobahn Allgäu Schwaben, wie 218 mit N-Wagen, dem Alex noch mit Baureihe 223 und den Alex-Wagen. Und den alten 218ern mit den alten IC-Wagen sind zum Teil sogar noch ganz, ganz alte IC-Wagen mit drin im Zugverband. Und ja, dachte mal, das wollte ich euch einfach präsentieren. Wie wird das Video ablaufen? Ihr werdet immer einen Clip sehen, wo ich was zu dem kommenden, ein Bild sehen, wo ich was zu dem kommenden Video dazu geschrieben habe. Und dann werdet ihr quasi das Video dazu sehen. Ich denke mal, es wird ein sehr, sehr cooles Video. Es wird sehr, sehr cool mit euch zusammen in der Vergangenheit zu schwelgen. Ich habe es ja beim Schnitt schon gemacht, aber jetzt dann auch im Video. Und ja, ich denke mal, euch wird das Video sehr gefallen. Es gibt sehr viel Retroverkehr. Und ja, was bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen? Alles viel Spaß beim Zuschauen und Film ab!
Davor ist der Schweizer Zug durchgefahren, den wir nicht aufnehmen konnten nach München Hauptbahnhof.
Bitte. 14:07 Gleis 4. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gut, wir waren in der Nummerrichtung. Gleich 4 eingefahrener. Alex fährt weiter nach Lindau-Oberndorf. Anschluss nach Augsburg, Gleis 3, Abfahrt 16.24 Uhr zum AE nach Füssen, Abfahrt 16.46 Uhr, Gleis 4. Zum AE nach Lindau-Oberndorf, die Abfahrt 16.55 Uhr, Gleis 4. Gleis 4 bei der Einfahrt in Zugersam, Gleis 5 bei der Einfahrt AE aus Augsburg, die Ankunft 16.43 Uhr, Vorsicht Gleis 5. Thank you.
So, meine Lieben, ich wollte mich bei euch bedanken und bei euch verabschieden, dass ihr mit mir das Retro-Video angeguckt habt. Ich hoffe, euch hat das Retro-Video sehr gefallen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das für euch zu schneiden, damals natürlich auch zu drehen. Und ja, ich denke, die Qualität war dafür, dass es so lange her ist, sehr, sehr gut. Ich habe damals auch schon eine kleine Kamera gehabt. Bin ja dann damals, als ich zu YouTube gekommen bin, wieder auf Handy umgestiegen und jetzt eben noch mal die große Kamera, ihr wisst das ja. Und ja, wir haben sehr viel Baureihe 218 mit N-Wagen gesehen, die ich sehr, sehr vermisse, genauso wie die 628er im Allgäu, die ich sehr vermisse. Alles andere vermisse ich nicht. Es hat sich ja auch sehr viel im Gegensatz zu heute verändert. Und ja. Wenn euch das Video so gefallen hat wie mir, könnt ihr selbstverständlich gerne Lob, Kritik, Anregungen und so weiter in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sowas mehr sehen wollt oder nochmal sehen wollt, bitte auch in die Kommentare schreiben. Dann können wir dies gerne als neues Format etablieren. So alle halbe Jahre oder einmal im Jahr, denn ich habe noch ein paar Aufnahmen im Archiv. Und ja, wie gesagt, sollte euch das gefallen haben, Lob, Kritik, Anregungen und so weiter in die Kommentare. Das Video gerne teilen, liken, weiterempfehlen mit euren Freunden. Alle anderen Videos anschauen, teilen, liken und kommentieren. Natürlich den Kanal abonnieren, den Kanal weiterempfehlen, alle anderen Videos weiterempfehlen, den Kanal liken und so weiter und so fort. Ihr wisst es ja. So, es bleibt mir nur noch anderes zu sagen als vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hat mich sehr gefreut, dass ihr das Video mit mir angeschaut habt und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Mittwoch zum Kaufringer-Video, was ja auch ins Gewinnspiel mit reinfällt, wie dieses Video hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal dann hier auf dem Kanal von Züge in Bayern. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin, euer Robin.